Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch ein neues Kinderbuch aus dem Jumbo Verlag vorstellen. Und zwar ist das ein Naturerlebnisbuch. Es geht darum, den Lebensraum Wald zu entdecken, wirklich mit Geschichten, mit Liedern, mit Bastelideen, mit Ideen für Aktivitäten. Kann ja in der Familie natürlich angewandt werden, so wie bei uns zu Hause oder auch im Kindergarten, in der Grundschule. Und man begleitet diese Freunde hier. Und das Ganze ist von Matthias Meyer-Göllner und heißt Kleine Helden im Wald, das Naturerlebnisbuch. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Es ist so ein Softcover und kostet 9,99 €. Den Wald mit allen Sinnen entdecken. Also ihr habt, wie gesagt, Lieder drin, Spiele drin, Experimente, auch so ein bisschen was Wissenswertes natürlich, wer im Wald alles lebt und auch Bastelideen. Und wir werden jetzt zusammen mal so ein bisschen durchblättern. Als erstes startet man halt mit so ein paar kleinen Geschichten, was immer ganz schön ist. Die sind nicht zu lang. Und wenn man zum Beispiel vorhat, mit dem Kind an dem Tag in den Wald zu gehen, kann man auch so eine Geschichte einleitend vorlesen oder dann, um den Tag zu beenden und das Ganze nochmal zu besprechen. Dann habt ihr, wie gesagt, verschiedene Lieder auch drin und auch ein paar Ideen, wie man diese Lieder tänzerisch umsetzen kann. Hier auch was Spielerisches. Hier gibt es dann auch mal ein Suchbild. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr vielseitig. Und hier kommen wir dann zu den Bastelideen, von denen ich mir schon das ein oder andere abgeguckt habe, was ich unbedingt mit Vince nachmachen möchte. Und hier habt ihr dann nochmal das Kapitel Wissen und Experimente. Da geht es halt dann, wie gesagt, darum, wer so alles im Wald zum Beispiel lebt. Was es für Bäume gibt, welche Tiere welche Spuren hinterlassen. Und da kann man dann auch schön selber in den Wald gehen und diese Spuren mit dem Kind suchen. Hier habt ihr dann auch ganz süß noch ein Rezept für Vogelplätzchen, die man halt nachmachen kann und dann für die Vögel aufhängen kann. Also ich finde es ein richtig, richtig schönes Buch. Es ist wirklich sehr, sehr vielseitig und es ist super toll, um den Wald halt einfach zu entdecken. Es gibt auch noch eine CD dazu. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Und wenn ihr einen ähnlichen Buchtipp habt, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!